Hallo. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie ich diese Mauern und Zäune gebastelt habe. Die sind vor allem gut, um Sichtlinien zu blockieren, und von solchen Gelände habe ich einfach zu wenig. Ich wollte diesmal das Gelände sehr simpel halten, bin aber letztendlich auf drei unterschiedlich komplizierte Arten und Weisen vorgegangen. Unterschiedlich kompliziert heißt hier nicht unbedingt nur vom Schwierigkeitsgrad her, sondern auch vom Material her, das ihr zum Basteln braucht. Dinge, die du auf jeden Fall brauchst, sind ein Stift, ein Lineal, Werkzeuge zum Schneiden, also Messer oder eine Schere, und alles zum Bemalen, also Pinsel und Farben. Für die Betonmauer brauchst du an sich nur dicke Pappe von einem Versandkarton, dünne Pappe von einer Cornflakes-Verpackung und Holzleim sowie Sand. Sogar wenn du noch nie Gelände gebastelt hast, sind das Materialien, die du zu Hause haben solltest. Die Betonmauer wollte ich in erster Linie bauen, weil ich Gelände für Zona Alpha brauchte. Und das spielt ja bekanntlich in Osteuropa. Meine Mauer sollte das für Osteuropa oft typische Rechteckmuster bekommen. Also habe ich zuerst getestet, wie viele 1x1 cm große Pappfliesen die richtige Mauerhöhe ergeben, und dann entsprechend große Pappstücke als Grundmauer ausgeschnitten. Die genauen Maße siehst du übrigens hier. Diese dünnen Pappstreifen werden später das Innenleben der dicken Pappe verstecken. Jetzt musst du den Bums nur noch zusammenkleben, und dann fehlt nur noch die Base. Die Base soll nicht wirklich als Base zu sehen sein, sondern wie Schutthaufen oder Grasbüschel wirken, die sich irgendwann neben der Mauer gebildet haben. Entsprechend ist sie relativ schmal, mit Ausbuchtungen in der Mitte. Jetzt fehlt der Base nur noch etwas Bodentextur, also die Base mit Holzleim einpinseln und dann Sand drüber kippen, und das war's mit dem Basteln. Natürlich sind auch zerstörte Wandstücke eine Option. Dazu einfach die Wand halbieren und das so offene Innenleben mit einer Klebersandpaste verputzen. Zuerst grundiere ich die Mauer mit Gesso. Danach trage ich mit einem Schwamm dunkelgraue Acrylfarbe auf. Es folgt braune Acrylfarbe für die Base. Der dritte Schritt ist dann das Auftragen von schwarzem Wash. Übrigens hatte ich hier einen schönen glücklichen Unfall. Gesso und Acrylfarbe werden unterschiedlich stark von dem Wash beeinflusst, was der Mauer jetzt einen extra verwitterten Anblick verleiht. Jetzt wird alles noch hellgrau trocken gebürstet und fertig ist die Mauer. Für die Wellblechzäune brauchst du vor allem das gleiche wie für die Betonmauer: Pappe, Holzleim und Sand. Zusätzlich dazu brauchst du noch Schaschlikspieße und eine Art Wellpappe. Die Wellblechzäune sollen vor allem improvisiert, chaotisch und schrottig aussehen, wie von Orks oder einem Schrottplatzbesitzer zusammengebaut. Zuerst habe ich Wellpappestücke in unterschiedlichen Größen passend zum Figurenmaßstab ausgeschnitten. Dann habe ich die Zaunpfähle, also die Schaschlikspieße, in 6 cm lange Stücke geschnitten. Danach habe ich Bases ausgeschnitten, ähnlich wie bei den Betonmauern. Darauf habe ich dann die Zaunpfähle geklebt und den Boden habe ich dann noch mit Sand beklebt. Jetzt geht es um die eigentlichen Zaunelemente. Damit alle Zaunelemente ähnlich groß sind, habe ich eine Schablone ausgeschnitten und darauf verschiedene Pappstücke zusammengelegt, bis mir alles gefallen hat. Dann habe ich sie zu einem Zaunelement zusammengeklebt. Hier kannst du echt kreativ werden. Wellpappe mit normaler Pappe kombinieren, große und kleine Stücke durcheinander mischen und hier und da mal eine Lücke oder Schießscharte lassen. Sky is the limit. Zu guter Letzt habe ich dann die Zaunelemente an die Zaunpfähle geklebt und noch diagonale Stücke eingeklebt, damit alles etwas detaillierter und stabiler ist. Zuerst habe ich die Base mit brauner Acrylfarbe gepinselt. Es folgt braune und beige Acrylfarbe, um die Zaunelemente rostig aussehen zu lassen. Jetzt tupfe ich die Überreste der ursprünglichen Lackierung auf, ein knalliges Türkis, das in schönem Kontrast zum Rostbraun steht. Der nächste Schritt ist es dann, alles mit Wash zu bemalen. Jetzt wird wieder Türkis getupft, um Farbe in verschiedenen Verwitterungsstufen darzustellen. Danach gibt es noch etwas Gunmetal, damit wirklich alles nach altem Blech aussieht.
Zuletzt wird die Base noch mit hellgrauer Acrylfarbe trocken gebürstet und damit sind auch die Wellblechzäune fertig. Für den Maschendrahtzaun nutze ich überwiegend Materialien, die ich nur zu Hause habe, weil ich schon lange Gelände baue. Du brauchst Schaumpappe, Spachtelmasse und Miniaturstacheldraht. Ebenfalls dürfen Sekundenkleber, Holzleim und Sand nicht fehlen. Außerdem brauchst du noch Gussrahmenreste und irgendeine Art von Netz. Ich habe ein Kartoffelnetz benutzt, einfach weil es von der Struktur her genau aussieht wie echter Maschendrahtzaun. Zuerst schneide ich aus dem Gussrahmen passend große Stücke für Zaunpfeiler aus. Die Base soll hier nicht beinahe unsichtbar sein, sondern wie ein kleiner Erdwall wirken. Deshalb nehme ich dafür Schaumpappe. Um den Zaunpfählen optimalen Halt zu geben, schneide ich Löcher aus und klebe sie dann mit Holzleim daran fest. Ich nutze hier Holzleim, weil mein Sekundenkleber nicht schaumstoffsicher ist und weil Halskleber eher den Schaumstoff schmilzt und nur kurzfristig guten Halt bietet. Holzleim ist langfristig einfach die beste Lösung. Passend große Kartoffelnetzstücke klebe ich mit Sekundenkleber an die Zaunpfähle. Auch ein paar beschädigte Zaunpfähle dürfen nicht fehlen. Den aufgerollten Stacheldraht klebe ich mit Sekundenkleber auf den Zaunpfählen fest. Ich empfehle dir, irgendwie Einkerbungen in die Zaunpfähle zu ritzen, wo du den Stacheldraht reinkleben kannst. So wie ich das hier gemacht habe, ist das leider doch recht zerbrechlich. Zuletzt bedecke ich die Base noch mit Spachtelmasse und streue Sand darauf. Das gibt der Base und den Zaunpfählen eine gute Stabilität und Textur. Dann fixiere ich den Sand noch mit verdünntem Holzleim und weiter geht's mit dem Bemalen. Für die Base und die Zaunpfähle benutze ich gewissermaßen die gleiche Farben wie für die Betonmauer. Braune Acrylfarbe auf der Base und zuerst dunkelgraue Acrylfarbe auf den Zaunpfählen und dem Draht. Danach habe ich dem Draht mit einem Schwamm Rost- und Metallfarbe verpasst, also braun, schwarz, orange und Gunmetal. Um den Zaunpfählen etwas Abwechslung zu verleihen, habe ich dann noch etwas graues Gesso aufgetupft. Auch hier darf kein Wash fehlen. Der vorletzte Schritt ist das Trockenbürsten, auch wieder mit hellgrauer Acrylfarbe. Zuletzt verfeinere ich alle rostigen Stellen noch mit etwas Dirty Down Rust. Und hier sind die fertigen Zäune. Die meisten Zaunelemente habe ich noch mit Grasbüscheln verfeinert, aber auch Totenschädel oder andere Trümmerteile passen je nach Setting gut auf die Base. We'll be right back.
Ja, ich hoffe, ich habe die Vielseitigkeit der Zäune gut rübergebracht und ich hoffe, hier war irgendwas für dich zum Nachbauen oder zur Inspiration dabei. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video doch bitte einen Daumen rauf und schreib mir vielleicht einen Kommentar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.